Peter, haben Sie sich meinen Vorschlag von gestern Abend überlegt? Ja, aber ich weiß nicht recht. Die Sache ist verdammt riskant. Sicher, aber wie wollen Sie sonst Ihre Schulden bei mir bezahlen? Sie können sich darauf verlassen. Sie bekommen Ihr Geld. Das sagen Sie jedes Mal. Also, mein letztes Angebot. 30.000. Verzicht. Ach, wirklich? Ich glaube, Sie machen da einen schwerwiegenden Fehler. Sie haben einen Tag Zeit, sich die Sache noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Quittung. Ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Augenblick, Mr. Garfield. Sehen Sie nicht nach. Ihr hättet gestern kommen sollen, da hätte es sich gelohnt. Halt die Klappe, Milchgesicht. Hör auf zu zittern, Opa. Mach den Geldschrank auf. Gestatten Sie? Ein kleiner Unkostenbeitrag. Das wird Ihnen nicht glücken. Dafür werde ich persönlich sorgen. Wer ist dieser Wichtigtour? Euer Sheriff? Nicht doch. Der Gentleman ist unser Bürgermeister. Einflussreicher Herr. Papiere, nur lausige Papiere. Das will eine anständige Bank sein. Los, weg hier. Die pumpen uns nach an, wenn wir nicht verduften. Ich könnte euch einen Tipp geben, wo ihr wahrscheinlich mehr Glück habt. Im Hühnerstall, da findet ihr vielleicht noch ein Windei. Ganz artig sein. Rührt euch lieber nicht vom Fleck. Es könnte sonst unangenehme Folgen haben.
Wer seine dumme Nase aus der Tür steckt, dem schieße ich sie ab. Sambo! Bill! Holt eure Gäule! In dem Wagen sitzen zwei langgesuchte Verbrecher! Wir haben gerade die Bank überfallen! Adios, Caballeros! Oh, nur pass auf, wo du hinkehrst! Keine Angst! Mit der Postkutsche den Weg. $85 und die 500 von den freien Pinkeln. Ist das alles? Ja, nicht sehr viel. Leider nicht. Ich werd verrückt. Hm? Komm doch mal her, amigo. Du gibst es mich, bist du verrückt geworden? Ich bin doch keine Frau. Ja, mal, in dem Käseblatt steht, dass wir $5,000 gestohlen haben. Also raus mit dem Zaster. Wo sind die fehlenden 4.000, du Betrüger? Ich doch keine Blödsinn, dass das Geld selbst unterwegs gezählt, ha? Doch, mich kannst du nicht auf die Rolle nehmen. Ich weiß, was du für ein Schlitzohr bist. Du hast das Geld verschwinden lassen, als ich gerade nicht hingesehen habe. Aber ich finde es schon. Mangosta ist ein Ehrenmann. Das hast du wohl in der Eile vergessen. Glaubst du tatsächlich, ich würde einen Kameraden bestehlen, amigo? Glaubst du im Ernst, ich würde unsere alte Freundschaft aufs Spiel setzen? Das ist doch nur ein fauler Trick, um uns auseinanderzubringen. Ich sage dir, diese Zeitungsschmierer sind alle gemeine Lügler, amigo. Wer das glaubt, was diese Armleuchter schreiben, ist doch dämlicher als ein Maultier. Ach, schön, amigo. Wenn du das Geld nicht hast, wer hat es dann? Da fällt mir was ein. Mr. Garfield? Ah, Peter. So was nennt man Gedankenübertragung. Ich habe gerade an das viele Geld gedacht, das Sie mir schulden. Ich zahle meine Spielschulden immer pünktlich. Eine sehr löbliche Gewohnheit. Mit solchen Leuten habe ich am liebsten zu tun. Da gibt es keine Schwierigkeiten. Nehmen Sie Platz.
Na also, dann dürfte wohl alles zwischen uns glatt sein, nicht wahr? Oh, mein Schuldschein, wenn ich bitten darf. Natürlich. Mit diesen 2000 werde ich mir das Geld wiederholen. Was sagen Sie dazu? Sehr vernünftig. Haben Sie beim Pferderennen gewonnen oder eine reiche Erbschaft gemacht? Weder noch. Reden wir nicht darüber. Peter. Viel Glück. Besten Dank. Das ist schon der vierte Pott nacheinander, den Sie gewonnen haben. Sie brauchen uns Ihre Karten nicht zu zeigen. Wir haben ja gepasst. Mann, da wäre ich viel besser gewesen. Warum sind Sie nicht mitgegangen? Sie hatten eben keinen Mumm. Ich habe nur geblufft. Guten Abend. Na, wie sieht's aus? Ich sagte Ihnen ja, ich würde heute Abend gewinnen. Ich würde gern mitspielen. Das heißt, wenn keiner von den Gentlemen etwas dagegen hat. Im Gegenteil, setzen Sie sich. Es ist uns ein Vergnügen. Bring mir 5000. In 24 Stunden unmöglich, Mr. Garfield. Das kann ich einfach nicht ausweisen, Boss. Sambo, hör auf. Verschwinde. Aber Boss. Raus. Ich warte draußen. Peter, vielleicht bin ich in der Lage, Ihnen zu helfen. Möchten Sie einen? Nein, danke. Mr. Garfield, ich habe bei Ihnen Spielschulden. Aber ich brauche etwas mehr Zeit, um sie zu bezahlen. Wo wollen Sie denn 10.000 Dollar hernehmen? Das ist viel Geld. Aber ich schwöre Ihnen, ich treibe es auf. Ganz bestimmt. Na, davon bin ich nicht so überzeugt. Aber ich könnte Ihnen behilflich sein. Worauf wollen Sie raus? Das wissen Sie so gut wie ich. Mein altes Angebot gilt noch und Sie würden 10% bei der Sache verdienen. Und Sie verdienen 300.000. Die Sache ist sehr riskant, Garfield. Ich verlange ein Drittel der Beute. Unter diesen Umständen können wir leider kein Geschäft machen. Sowas. Euch zwei hätte ich hier am wenigsten erwartet. So. Vorwärts, komm mit. Hey, was soll das heißen? Wenn ihr mich kidnappen wollt, muss ich euch leider eine bittere Enttäuschung bereiten. Ich bin vollweise. Vollweise? Oh, der arme Kleine. Los, Jungchen, komm mit uns. Wir werden dich mal so richtig verwöhnen, werden wir dich. Oh, unser Blondengelchen ist hingefallen. Hast du dir auch nicht deine Flügelchen wehgetan? Na warte, Bürschchen. Dafür bricht dein Hals um. Oh, du stinkst. Lass ihn. Erst schmeißt er mich in die Kuhscheiße und dann wirft er mir auch noch vor, dass ich stinke, dieses Mistvieh. Du willst doch nicht behaupten, dass du nach Veilchen duftest. Los, mach dich sauber. Vielleicht solltest du mal mit Baden versuchen. Schade um das schöne Taschentuch. Na warte, ich werde mich schon bei Gelegenheit revanchieren. Schluss jetzt. Ich will nichts mehr davon hören. Ich bin nur an einem interessiert. Wo hast du unsere 4.000 Dollar gelassen? Oh. Wie habt ihr das rausgekriegt? Er hat es zufällig in der Zeitung gelesen. Da. Ein Schuldschein über 2.000 Dollar. Was soll das? Und wo ist das Geld? Damit habe ich den Schuldschein eingelöst. Weißt du, was das bedeutet? Deine Hälfte dürfte futsch sein. Mein schwer verdientes Geld? Mhm. Wie hast du das gemacht? Man kann nicht immer beim Poker gewinnen. Ich habe eben Pech gehabt. Ich hätte vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein sollen. Garfield hat mir alles abgenommen. Garfield? Jawohl. Ihr habt ihn in der Bank gesehen. Der mit dem Bärtchen.
Der uns gedroht hat? Ganz recht. Der. Ich schuldete ihm $2,000. Die habe ich auch bezahlt. Dann habe ich wieder gespielt. Und jetzt hat er von mir einen Schuldschein über $10,000. Er hat mich total ruiniert. Ich bin erledigt. Völlig am Ende. Ich besitze nur noch, was ich anhabe. Also man müsste den Kerl doch... Beruhige dich. Er hat bestimmt noch ein paar Dollar. Erlaub mir doch, den Lumpen auf den Kopf zu stellen. Ich schwöre dir, dass ich den letzten Cent aus ihm herausschüttle. Komm. Wenn du nicht sofort mit dem Gejacker aufhörst, drehe ich dir persönlich den Hals um. Was haltet ihr von $300,000? $300,000? Ach, schon wieder eine Masche runtergefallen. Das Ding wird doch bestimmt nie fertig werden. Da kennst du mich aber schlecht, Amigo. Was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Irgendwann ist es fertig. Geduld und Ausdauer sind meine hervorstechendsten Tugenden. Hört, hört. Hier, hier, hier. Da sind sie. Dann kommen Sie. Jumbo sagt den Männern Bescheid. Und wieder? Das Kerlchen klappen wir uns später vor. Erst muss er seine Arbeit machen. Stimmt doch was nicht. Das war ein Schuss, Boss. Komm, Jungs. Tote nicht reden können. Mach schon. Wir müssen schnell verschwinden. Immer schön mit der Ruhe. Nur keine Aufregung. Man merkt sofort, du bist noch ein Anfänger. Warum so eilig, Amigo? Wenn du noch länger wartest, wirst du es schon sehen. Ach was. Seid ruhig. Na nun, jetzt aber weg. Kiste mit dem Geld noch da ist. Nein, sie ist verschwunden. Ihr müsst das Auto einholen. Los! Wer zum Henker ist das? Das kann nur Garfield sein. Wie kommt der denn hierher? Ach, ich hab vergessen, euch zu sagen, ich wollte das Ding eigentlich mit ihm drehen. Dann habe ich euch zwei getroffen und ihr wart mir sympathischer.
Jetzt möchte ich sein Gesicht sehen. Das kannst du vielleicht, wenn sie uns den Weg abschneiden. Was? Na los, man kommt aber zu uns und holen sie uns noch ein. Ach, was, da müssen sie schon fliegen können. Los, los. Sie schneiden dir den Weg ab. Unsere Gäule kommen mit der verdammten Kiste nicht mit. Komm! Danke, Mangosta. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du meinetwegen nochmal kehrt machst. Hätte auch nicht, wenn ich ihm nicht mein Pusterrohr unter die Nase gehalten hätte. Das hätte ich mir doch denken können. Du hättest mich da verrecken lassen, was? Du verdammte Schwein und lügst schneller als ein Pferd läuft. Nie im Leben würde ich meinen besten Freund im Stich lassen. Er wird dich sterben. Sei nicht so empfindlich, alter Gauner. Danke, das vergesse ich dir nicht. Nicht der Rede wert. Wenn du Garfield in die Hände gefallen wärst, hätte er dich dem Sheriff übergeben. Wer weiß, ob du dich gehalten hättest. Verstehe. Na schön, du bist also in deinem eigenen Interesse umgekehrt. Aber ich bin dir trotzdem dankbar dafür. Und ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Ach, Unsinn. Mein Vater pflegte zu sagen, wenn es dir mal gelingt, zu ein bisschen Geld zu kommen, dann sei glücklich und genieße es. Ich habe den Eindruck, dein Alter war ein verdammt cleverer Bursche. So was Ähnliches hat mein Großvater auch gesagt. Hey, Mangosta! Wie lange willst du noch pinkeln? Wir müssen weiter. Man wird doch mal müssen dürfen. Nimm die Füße vom Sitz. Ach, leck mich. Nicht die geringste Spur von dem Kassierer. Nach diesem Stofffetzen sieht es aus, als ob er sich gewehrt hätte. Ich hatte den Verdacht nicht los. Oh. Was ist denn? Meine Hühneraugen, Sheriff. Bei dem Wetter spüre ich sie. Also, ich bin fest davon überzeugt, dass die Banditen ihn mitgeschleppt haben. Ja. Sie können recht haben, Mr. Garfield. Ich selbst habe auch schon den Gedanken gehabt. Es wäre den Burschen absolut zuzutrauen, dass sie den armen Jungen als Geisel festhalten. Was meinen Sie? Sheriff. Du bist doch auch der Meinung, Robert. Mir wurmt der Schädel. Ich brauche unbedingt ein Bier. Na schön, ich verhöre dich später. Ich bin sicher, die Bank hat die Nummern der Banknoten notiert. Wenn die Banditen anfangen, das Geld auszugeben, fassen wir sie. Sie irren sich. Leider wurden die Nummern der Banknoten nicht notiert. Sind alle Straßen gesperrt? Ja, das habe ich als erstes veranlasst. Sheriff! Sheriff, ein Telegramm aus Topeka. Die Banditen haben die Straßensperre durchbrochen. Sambo, ruf die Leute zusammen. Wir reiten sofort los. Augenblick, Garfield. Überlassen Sie das dem Gesetz. Glauben Sie, ich überlasse den Verbrechern mein Geld? Außerdem
kann man Peter doch nicht einfach im Stich lassen. Ich werde nicht ruhen, bis ich ihn gefunden habe, Sheriff. Nicht wahr sein. Ich bin Millionär! Ich bin Millionär! Madre Dios, hilf mir! So viel Geld habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ich habe Angst, ich werde blind. Von dem vielen Tequila, den ich mir davon kaufen kann. Und Feste werde ich feiern mit Musik und Feuerwerk. Und dann kaufe ich mir eine Hacienda in Mexiko, wie es keine zweite gibt. Und ein halbes Dutzend Weiber will ich haben für jeden Tag in der Woche. Das Geld geht in drei Teile, Mangosta. Das hast du wohl vergessen. Selbstverständlich. Ich habe dir gar nichts gesagt. Also vorwärts verteilen wir jetzt. Nein. Warum nicht, Peter? Die Sache ist gelaufen. Es wird geteilt. Und dann kann jeder von uns machen, was er will. Ihr könnt nichts damit anfangen. Jedenfalls nicht, bevor ein paar Monate um sind. Es gibt ganz sicher eine Liste mit den Nummern dieser Scheine. Wir werden wohl warten müssen, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ach, quatsch doch keinen Blödsinn! Warum steht da nichts in der Zeitung davon? Du kannst doch überhaupt nicht lesen. Aber Mangosta hat vollkommen recht. Es steht nichts über die Nummern der Banknoten drin. Die werden sich hüten, das zu erwähnen. Warum denn? Denk mal nach. Sobald wir etwas von dem Geld ausgeben, haben wir die ganze Meute im Nacken. Da fällt mir ein, ich habe ja sogar eine Liste der Nummern bei mir. Als Kassierer habe ich eine Kopie bekommen. Ach was, Amigos, was soll schon passieren? Ich will meinen Anteil haben. Du hast recht. Aber wir haben die Sache gemeinsam angefangen und wir werden sie auch gemeinsam zu Ende führen. In euch gefälligst zusammen, verstanden? Aber glaubst du im Ernst, ich bin nicht so vernünftig aufzupassen? Ich meine es doch nur gut. Ich habe Angst, wenn du so viel Geld auf einmal in den Fingern hast, kannst du dich einfach nicht beherrschen und wirfst es mit vollen Händen zum Fenster raus. Wir bleiben von jetzt an zusammen. Dann können wir aufpassen aufeinander. Ab heute sind wir unzertrennlich, wie Brüder. Oh, im Arsch und Zwirn. Womit habe ich solche Brüder verdient? Noch ein Problem. Wo sollen wir bleiben? Hast du zufällig ein gutes Versteck? Wie wär's mit deiner kleinen Ranch in Arizona? Ja, das ist eine gute Idee. Da können wir in aller Ruhe abwarten. Hast du was dagegen? Nein, nicht direkt. Die Idee ist bestimmt nicht schlecht. Aber auf der Ranch lebt meine Schwester. Sie ist im Grunde die Besitzerin. Sie glaubt, ich wäre Geschäftsmann und ich möchte, dass es so bleibt. Wir sagen ja nichts. Ich schlage vor, wir überschlafen die Sache und reden morgen weiter. Ich bin verdammt müde. Ich auch. Jungs, wir müssen unbedingt den Wagen loswerden. Er ist viel zu auffällig. Wenn wir weiter in der Karre rumgondeln, kriegen sie uns sicher. Sie brauchen nur sämtliche Wege und Straßen zu blockieren, dann fahren wir ihn irgendwann in die Arme.
Wir können ja versuchen zu tauschen. Vielleicht kriegen wir ein paar Pferde dafür. Junge, du bist ein Genie. Frag doch gleich beim Sheriff an. Schlaf jetzt. Wir reden morgen drüber. Uns wird schon was einfallen. Eine Automobilspur. Tatsächlich. Sie müssen ja durchgekommen sein. Kommt, Jungs! Wo willst du hin? Wo ich hin will, pinkeln. Wenn ihr mich nicht gehen lasst, platzt mir die Blase. Aus lauter Misstrauen lassen Sie einen nicht mal mehr auf den Topf gehen. Deswegen mache ich mir vielleicht in die Hose, Gringos. Halt! Wer seid ihr? Was wollt ihr? Was macht ihr da? Der gefällt euch wohl. Ein schöner Wagen, was? Das ist das einzige Modell im ganzen Westen. Halt, nicht zu hastig. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Ihr könnt ihn euch von mir aus gern ansehen. Ist das eure? Ja, natürlich. Ist das nicht ein Frachtstück? Die Kraft von 20 Pferden. Was hast du gesagt? Sind ja gar keine Pferde zu sehen. Die stecken darunter. Du scheinst uns beide für Idioten zu halten. Ja. Wie kannst du sowas sagen? Vorwärts, seht ihn euch ruhig an. Dürfen wir wirklich? Natürlich, natürlich. Kommt. Hey, lass das, du machst es ja kaputt. Was soll der Quatsch? Wie kann denn ein Pferd in so einem kleinen Stall leben? Ein Pferd, sagst du? Da stecken sogar 20 drin. Jeder, der sich über meinen kleinen Bruder lustig macht, bekommt es mit mir zu tun, hört ihr? Ihr habt das falsch verstanden. Die Pferde stecken in der Maschine. Erst machen wir das mal wieder zu. Die Sache funktioniert im Grunde genommen ganz einfach. Jeder kann damit umgehen. Ich werde es euch mal zeigen. Seit wann rauchen Pferde denn Zigarren? Ich bin mehr für Kautabak. Was stinkt das? Ja, ein Gaul stinkt auch, wenn du deine Nase unter seinen Schwanz steckst. Hm? Sehr witzig. Sag mal, ihr habt ja drei Pferde. Wo ist denn euer Freund? Den mussten wir leider einpflanzen. Amen. Na, hört zu, ich möchte euch ein Angebot machen. Eine einmalige Gelegenheit. Ihr könnt den Wagen da haben für eure Pferde. Einverstanden? Nein. Dann kaufe ich sie euch ab, gegen Bar natürlich. 100. 200. 300 Dollar. Kein Interesse.
Also da habt ihr. Und das Automobil auch. Kommt, ich werde es euch erklären. Ihr seid jetzt Besitzer eines echten Automobils. So, rein mit dir, Mann, hast du ein Theater heute für Zäune vom Fenster. Und jetzt wirst du sicher wissen, wie man es bedient, was? Ja. Gut. Tritt auf das Pedal. Ausgezeichnet. Jetzt sind wir mit dem Motor. Ja? Und wie lenke ich die ganz einfach? Du brauchst nur den Fuß vom Pedal zu nehmen und los geht's! Mach keine Hühner tot! Gut, dass wir sie los sind. Auf dem Pferd sitzt man bedeutend weicher. Was sagst du dazu? Der hat ja keine Ahnung, wie viel so ein Ding kostet. Recht traurig sein. Von deinem Geld kannst du dir ein viel schöneres kaufen. Und jetzt sieh mal nach, was wir für Pferde erwischt haben. Und dann nichts wie weg. Da ist der Wagen! Vorwärts! Haltet sie auf! Hey! Ihr Idioten! Ihr könnt nicht anhalten! Eines Tages rechnen wir zwei schon ab. Die ist absolut meine Kragenweite. Darf man fragen, wer das ist? Gib her, das ist meine Schwester. Entschuldige, ich wollte dich nicht beleidigen. Schon gut, reden wir nicht mehr darüber. Ja, sicher. Karingo, glaub mir. Ich möchte, dass wir Freunde bleiben. Du bist ein prima Kerl. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, als wärst du mein Bruder. Stopfst dir ein Stück Brot ins Maul, damit du nicht so viel quatschst. Oh, bisschen hart, finde ich. Gold. Gold! Ja! Daran haben die Burschen überhaupt nicht mehr gedacht. Oder wir da haben wir eingesetzt. Ich bin der geborene Automobilverkäufer. Los, aussitzen! Ja. Hoffentlich wird es auf seiner Ranch gemütlich. Ja, aber wenn auch die verrückte Idee kommt, dass wir arbeiten sollen, streik ich. Angostra, du bekommst von mir eine Kugel zwischen die Augen, wenn du dich verquatschst und jemand merkt, wer wir sind. Okay. Hoffentlich finden wir es wieder. Keine Sorge, ich habe ein gutes Gedächtnis. Ja. Ja, gut so. Ja, so dürft ihr es halten. Und jetzt gib mir noch die Satteltaschen. Nur mach schon. Hör endlich auf mit deinem dämlichen Gelächter. Was ist denn los? Willst du uns nicht verraten, was hier so komisch ist? Dann haben wir wenigstens auch was zu lachen. Ich kann mich ausschütten vor Lachen. Da schuften sich welche halb tot, um aus dieser Mine Gold rauszuholen. Und wir schleppen es mühsam wieder rein. Aha, du warst auch schon witziger. Verdammt nochmal, willst du uns hier lebendig begraben? Hör mal, Karingo, das gefällt mir nicht. Ich halte es für zu riskant, unser schwer verdientes Geld hier zu lassen. Ich finde, er hat recht, ob ich nicht lieber hier bleibe und aufpasse. Das wollen wir doch lieber lassen.
Wir möchten dich ungern verlieren. Aber dein Angebot ist wirklich nett. Hallo, geschlossen. Dann warten wir, bis sie aufmachen. Die machen heute nicht mehr auf. Aber wenn ihr Gold verkaufen wollt, versucht es doch in unserem Laden. Wendet euch an Charlie McKenzie. Hey, was ist denn los? Der Grauschimmel, da gehört doch Faller. Erst du dich auch nicht. Ich werde doch den Gaul wiedererkennen. So? Den habe ich selbst Faller vor einem Jahr für $100 verkauft. Seid ihr das erste Mal in unserer Stadt? Ja, wir sind auf der Durchreise. Nimm die Hände hoch! Ich habe ja schon manches ungemütliche Kaff kennengelernt, aber dieses Drecknest schlägt alle. Tu nicht so scheinheilig, gib es ruhig zu. Wir wissen, ihr habt die Fallers ermordet. Ruft auf den Sheriff, wenn ihr das wirklich glaubt. Der wird den Fall bestimmt schnell aufklären. Wir brauchen keinen Sheriff, ihr Freundchen. Solche Halunken wie euch verarzten wir selbst. Vamos, na komm schon. Los, sonst mach ich dir Beine. Wir haben die Pferde nicht gestohlen. Wir sind unschuldig. Jeder Bürger hat das Recht auf eine ordentliche Gerichtsverhandlung. Was ihr tut, ist Mord. Alles klar, John? Ja, ich glaube, wir können anfangen. Fertig. Moment noch. Ihr könnt sie doch nicht ohne ein Wort des Herrn in die Ewigkeit schicken. Helft mir mal rauf, Jungs. Habt ein bisschen Geduld. Ihr kriegt euren Spaß. Kriegt euch nicht auf. Johnny, beeil dich. Gelobt sei der Allmächtige, seine Wege sind unerforschlich. Dir befehle ich, meine arme Seele, o Herr, nimm sie auf in deiner unendlichen Güte. Vergib mir meine Sünden und führe mich zum ewigen Lichte. Nimm mich auf in ein Paradies, wo ich singen will zu deinem Lobe. Ich weiß, ich bin ein Sünder, der deine Gebote missachtet hat. Wer hätte gedacht, dass Mangosta mal als Millionär stirbt? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Woher kannst du denn beten? Das habe ich zu Hause gelernt, aber das Vaterunser ist das einzige Gebet, das ich kann. Dann mach weiter. Und führe uns nicht in Versuchung. Vielleicht hört er auf dich, der liebe Gott. Dein ist das Reich und die Kraft. Lass uns lieber von dem verdammten Stricker lösen. Brüder und Schwestern, die ihr hier versammelt seid, verzeiht diesen Sündern, die nun ihre gerechte Strafe empfangen. Bah, wer will mit mir wetten, dass der Mexikaner am längsten durchhält? Ich wünschte, ich könnte euch noch einmal in den Arsch treten. Dein Gebet hat tatsächlich was genützt, du Schatz, und da kommt Hilfe. Nur nicht umfallen. Sorry, ich halte schon durch. Oh,
Lass ihn los. Magosta, sei vernünftig. Wo habt ihr das Geld versteckt? Sag es uns, wir lassen euch laufen. Amigo, solange du dicht hältst, wagen sie es nicht, dich umzubringen. Sollen sie doch suchen, bis sie schwarz werden. Von uns hören sie keinen Ton. Mangosta, sag nichts! Was macht deine Wunde, Peter? Lass mal sehen. Tut sicher sehr weh. Nicht wahr? Lass es ihn! Ich sage es ihm! Okay. Ich lasse ihn los, wenn du mir sagst, wo das Geld ist. Versprichst du mir das? Ja. Dafür töte ich dich, Garingo. Wir wollten nichts verraten, hast du gesagt. Du Hund, dafür mache ich dich kalt. Ihn und rühr dich nicht. Na, was ist? Wo ist das Geld? Ich warte. Na, nur nichts übereilen. Immer mit der Ruhe. Sie scheinen ja verdammt scharf auf die Mäuse zu sein. Na, lass doch. Das hat keinen Sinn, Mangosta. Wo hatten wir denn die Kiste versteckt? Ich weiß genau, es war hier irgendwo in der Nähe. Aber wo? Ah, nein. Jetzt weiß ich. Das war hier. Ja, sicher. Aber das verstehe ich nicht. Das ist aber komisch. Die Kiste ist nicht mehr da. Amigo, ich habe ja immer gesagt, auf dein Gedächtnis ist kein Verlass. Soll ich den anderen holen, Boss? Das wäre Zeitverschwendung. Wir suchen am besten selbst. Hier ist die Kiste, Boss! Hallo, der ganze Stollenbrückteil kommt hier, wir müssen helfen!
Pech, mein Anteil wird nicht größer. Ich hatte gehofft, wenigstens einer von den beiden würde draufgehen. Wo warst du denn, als der Tanz losging? Du kommst zu spät, du hast das Beste versäumt. Schade, ihr habt euch tapfer geschlagen, aber einer musste sich ja schließlich um das Geld kümmern. Was macht die Wunde, Peter? Sieht schlimmer aus, als sie ist. Du bist ein feiner Kerl. Das werde ich dir nie vergessen. Du hast dich jedenfalls nicht verkrochen, wie ein anderer, dessen Namen ich nicht nennen will. Sag mal, was fällt dir denn ein? Ich lasse es mir nicht länger gefallen, dass du mich wie ein Feigling behandelst. Ich habe es satt, satt! Hijo de puta gringo. Oh, wie ich mich freue. Guten Tag. Buenos dias. Der eine ist ja verwundet. Wer sind diese Leute, Johnny? Johnny, sag mir die Wahrheit. Darüber können wir später sprechen, Pat. Zuerst wollen wir Dr. Peabody. Willkommen zu Hause, Mr. Garingo. Hör zu, Clemens, tu mir einen Gefallen. Fahr sofort mit meiner Schwester in die Stadt und hol für meinen Freund den Arzt. Seine Wunde muss unbedingt behandelt werden. Beeilt euch. Okay. Patricia! Sagt Peabody, dass es sich um eine Schusswunde handelt.
casa, ya no puede caminar, porque no tiene, porque lo falta, Mario. Irgendwas ist da im Wege, die Kiste will nicht weiterrutschen. Ich weiß, was wir machen, wir ziehen sie rauf und lassen sie fallen. Hör zu, Mangosta, vergiss nicht, die Kiste bleibt hier, bis die Luft rein ist. Natürlich, Garingo, natürlich. Erledigt? Alles klar, Peter. Und ich will einen Besen fressen, wenn ich weiß, wie wir die hier wieder rauskriegen. Ach. Ja, wir brauchen dann nur langen Stock nehmen und sie von unten raufstoßen. Halt die Klappe und hilf mir. Ihr dürft sie sicher sein, das wissen wir wenigstens. Ja, das wissen wir. Man braucht schon Dynamit, um sie da rauszukriegen. Aber das ist ganz gut. Da kann sich keiner von uns dran vergreifen, ohne dass es die anderen hören. Hey, Kleiner! Kriech unter die Bettdecke und stell dich krank. Meine Schwester kommt sicher bald mit dem Doktor. So, das hätten wir. Keine Sorge, Sie sind bald wieder auf den Beinen. Ich schaue morgen wieder rein. Jetzt brauchen Sie vor allem erstmal Ruhe. Danke. Nichts zu danken. Auf Wiedersehen. Sam, komm rein. Ja, hier bin ich, Mr. Garfield. Sam, das muss sofort aufgegeben werden. In Ordnung. Buck Garrett? Buck Garrett? Aber das ist doch... Schick es weg, dass keiner was erfährt. Wenn du was Neues über den Raubüberfall hörst, gib mir als Erstem Bescheid, verspreche mir das. Du kannst gehen. Ich sage dir, wenn du mich erschießt, Amigo, verzeih ich dir nie. Ich werde nicht traurig drüber. Dann habe ich nämlich $50,000. Die Hälfte deines Anteils. Wäre doch nett. Wir haben gewettet, also halt gefälligst still. Gracias, Senorita. Gern geschehen. Und ein paar neue Nadeln sind auch dabei. Gracias, muchas gracias, Senorita. Kann ich endlich die Mantilla fertig stricken? Darf ich Ihnen helfen? Wir treffen uns später. Ich dachte, wir hätten alles besprochen, Buck. Wieso kostet es plötzlich 20.000 mehr? Weil meine Leute nach den neuesten Erfahrungen mit solchen Instrumenten arbeiten. Was? Bist du wahnsinnig? Was fällt dir ein? Ich habe doch nicht das Philharmonische Orchester engagiert. Nehmt eure Fiedeln und spielt woanders. Ja, obwohl ich glaube, dass Ihnen diese Musik gefallen würde. Na, wollen Sie Eintrittskarten für das Konzert haben? Das ist doch ein Schnellfeuergewehr. Mit 12 Schuss. Donnerwetter. Die 20.000 sind bewilligt. Ich bin dafür, die Sache schnell abzuwickeln, damit wir es hinter uns haben. Es ist ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Was Ihre Freunde betrifft. Ich habe schon Fühler ausgestreckt und glaube, dass ich die drei sehr schnell finden werde. Hallo, Clemens. Dass du mir ja nicht betrunken nach Hause kommst. Und wenn schon, dann bringen wir diesen paar Flaschen für uns mit. Verstanden? Okay, Mr. Caringo. Ed. Heute Abend können wir Kaninchenbraten essen. Ah, das ist mein Lieblingsessen. Woher weißt du das? Nicht anfassen. Naja, du hast so schmutzige Finger. Patricia. Ich bin gespannt, ob du diesmal damit fertig wirst. Mit Geduld und Spucke schaffe ich es, alter Junge. Du wirst schon sehen. Patricia! Wo ist sie denn? Hast du eine Ahnung?
Ich würde an deiner Stelle mal nach deinem kleinen Bruder sehen. Ist er bei ihr? Ich glaube, sie sind im Stall. Garingo, ich möchte dir noch einmal sagen, wie sehr ich mich freue, dass wir Partner sind. Glaub mir, Peter, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich weiß, Patricia, aber ich verdanke deinem Bruder alles und ich kann ihn nicht verraten. Peter, solange du gesucht wirst, können wir nie zusammen glücklich werden. Lass mich doch mit Garingo sprechen. Patricia. Kind zu behandeln. Geh zurück ins Haus zu deinem schmierigen mexikanischen Freund. Tut mir leid, Patricia, aber ich habe meine Gründe. Wenn ich euch zwei noch einmal zusammen erwische, dann breche ich dir schon sämtliche Knochen. Verstanden? Garingo, glaubst du wirklich, wir lassen uns von dir einschüchtern? Oh nein, gib dir keine Mühe, das ist zwecklos. Wir lieben uns nämlich. Er hat mir alles erzählt. Ich weiß von dem Raubüberfall und weshalb ihr hierher gekommen seid. Garingo, ich musste es dir sagen, weil ich sie liebe. Es ist mir nicht leicht gefallen. Garingo, kannst du nicht versuchen, mich zu verstehen? Du warst immer gut zu mir und hast wirklich alles für mich getan. Du hast mir zuliebe sogar auf die Ranch verzichtet. Aber Peter ist nun mal der Mann, den ich liebe. Ich habe immer gehofft, dass du mal einen Ehrenmann heiraten würdest. Und jetzt fällst du auf sowas rein. Hör zu. Er will wieder gut machen, was er getan hat. Er hat mir eben gesagt, dass er der Bank das gestohlene Geld wieder zurückgeben wird. Wenn du damit einverstanden bist, Garingo, wird alles wieder in Ordnung kommen. Sie hat recht. Ich würde alles tun für sie. Ja, dann mein Balken vorgelegt. Ich glaube, mein Kaster hat unser Problem gelöst. Hey, Muchachos, was sagt ihr dazu? Jetzt habe ich alles. Adios, Señores. Mr. Garfield. Hier habe ich was, was Sie interessieren dürfte. Nach meinen Informationen hat Mangosta $8,000 an irgendeinen Kerl in El Paso beim Poker verloren. Darauf ist er bei Nacht über die Grenze nach Mexiko gegangen. Dort hält er sich in San Pedro auf. Ausgezeichnet, Buck. Die Jagd kann beginnen. Patricia hat dir doch erzählt, dass ich das Geld gern zurückgeben würde. Sag mir offen, was du davon hältst. Ich glaube, die Idee ist nicht schlecht. Danke. Aber zuerst müssen wir diesen Bastard finden. Wenn man bloß einen Anhaltspunkt hätte. Nur Geduld. Moment mal. Jetzt wissen wir wenigstens, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Wie weit wird er uns voraus sein? Verdammt schwer zu sagen. Er kann überall sein. Ein weites Land. Dieses Mexiko. Dann müssen wir eben jeden Ort nach ihm absuchen. Da hast du recht. Also suchen wir. Bitte schenken Sie mir ein Peso. Loslassen, verschwinde. San Pedro, das dürfte inzwischen der fünfte Ort sein. Ich sterbe vor Durst. Wollen wir nicht was trinken? Gut. Ich halte Ihr Pferd, Senior.
Das könnten die zwei sein, die Mangas da gemeint hat. Vamos, amigo. Buenos dias. Seid ihr alles? Zwei Whisky haben wir nicht. Limonade auch nicht? Nein. Verdammt nochmal, was gibt es denn in dieser Bruchbude? Nur Tequila, Senor. Na schön, zwei Bier. Ich möchte gern einen Tequila, Felipe, wenn die Gentlemen bezahlen. Ich fress einen Besen mit Stiel, wenn das nicht das Ding ist, das Mangosta gestrickt hat. Ja, natürlich. Dann dürfte er nicht weit sein. Halt den Mund. Während der Fiesta kommen viele Amerikaner aus El Paso rüber. Aber meistens tauchen sie erst auf, wenn es dunkel ist. Seid ihr geschäftlich hier? Einen wunderschönen Schal hast du da. Hier gekauft? Nein, Senor, den hat mir mein Mann gestrickt. Er scheint sehr geschickt zu sein. Und wie? Ich bewundere ihn sehr deswegen. Er hat mir auch ein Automobil gekauft. Es muss furchtbar teuer gewesen sein, aber er erfüllt mir jeden Wunsch. Ich bin heute damit in die Stadt gekommen. Ich bin ganz wild aufs Autofahren. Ich kannte auch mal einen Mann, der stricken konnte. Das war vor einiger Zeit in Arizona. Schon eine ganze Weile her. Da war Mangosta auch, bevor er die Ranch gekauft hat. Könnte er nicht der Mann gewesen sein, von dem Sie sprechen? Was meinen Sie? Möglich ist es. Die Welt ist ein Dorf. Oh, heute Abend ist eine Fiesta. Ich nehme Sie in meinem Automobil mit auf die Ranch, wenn Sie Lust haben. Vielen Dank, aber wir können leider nicht. Wir müssen uns um unsere Geschäfte kümmern. Ich würde lieber nicht Nein sagen, Senor. Also? Was soll man dazu sagen? Ich finde, eine so freundliche Einladung können wir schlecht ablehnen. Miguel, ihr kriegt Besuch. Sag dem Chef Bescheid. Okay. Hallo, Manolita. So, aussteigen. Willst du mich schon wieder allein lassen, Liebling? Keine Angst, ich bin gleich wieder da. Manolita, mein Herz, meine Angebetete. Wenn du wüsstest, wie ich mich nach dir gesehnt habe. Aber eigentlich habe ich dich erst morgen erwartet. Die Überraschung ist dir wirklich gelungen, mein Schatz. Ich habe ja meinen Augen nicht getraut, als ich dich plötzlich sah. Ich habe es ohne dich gar nicht mehr ausgehalten. Schwein! Oh, dir werde ich schon abgewöhnen, mit meinem Mann rumzuhören. Du Mist! Hilfe, lass die Haare aus! Sie prügeln sich meinetwegen. Miguel! Geh dazwischen, bevor die beiden Huren sich umbringen! Auseinander! Ich sterbe! Wollt ihr aufhören? Jetzt weg, Mann! Ihr seid ja ziemlich verläufige Hündin! Willkommen auf meiner Hacienda, amigos. Ich bin durchaus nicht überrascht, euch hier zu sehen. Ich habe damit gerechnet, dass ihr kommen würdet. Ihr habt ziemlich lange gebraucht, um hierher zu finden. Ja, wir wären ja auch schon früher gekommen. Wenn du in der Eile nicht vergessen hättest, uns deine Adresse zu hinterlassen. Gut, dass du das gesagt hast. Humor hast du. José, wirst du sie wohl sofort losmachen? Die zwei sind meine Freunde, auch wenn sie Gringos sind. Na, so ist es doch besser, nicht wahr, Brüder? Ah, Lammbraten. Den habe ich besonders gern. Und ich hab dich besonders gern. Dich und die Kleine. Was sagst du dazu? Ich habe alles angehört, was ihr im Stall geredet habt. Es war direkt rührend. Sie will das schöne viele Geld zurückerstatten, diese Ziege. Ah, du hast uns nachspioniert. Das gehört sich nicht. José! Bring diesen Grünstapel weg, bevor ich ihn umbringe. Bueno, komm. Was willst du tun mit dem Jungen? Das muss ich mir noch überlegen. Aber vorläufig habe ich keine Lust, mir den Kopf darüber zu zerbrechen. Das kann noch eine Weile warten. Und was hast du mit mir vor? Seit wann bist du denn neugierig? Du weißt doch, ich liebe dich wie einen Bruder. Mein Haus gehört dir. Wozu sind wir zwei Freunde? Und damit du merkst, wie ich dich schätze, kannst du dir aussuchen, wie du sterben willst. Kurz und schmerzlos. Einverstanden? Du brauchst dir keine Sorgen machen, es geht ganz schnell. Setz dich. So ist recht. Trink mit mir einen Schluck, amigo. Zuerst gibt es einen zarten Lammbraten, dann noch sechs andere Gänge. Dann, amigo, zum Nachtisch sozusagen wirst du sterben. Auf deine Gesundheit.
Halt! Ich will an meinem Geburtstag keine Schießerei. Lass mir von dir mein schönes Fest nicht verderben, verstanden? Schafft ihn weg und sperrt ihn zu dem anderen ein. Ich will den Hurensohn nicht mehr sehen. Rosa! Rosita! Er mit dem Essen! Bin ich. Nett, dich zu sehen. Warte, ich komme runter. Wieso bist du nicht mehr auf dem Fest, hä? Ja, weißt du, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Worüber? Über das Geld? Nein, über Leben und Tod. Das ist mir zu hoch. Ich nehme an, er will uns umbringen. Wann? Nach der Fiesta? Ja. Wenn Sie alle betrunken sind, schätze ich. Dann müssen wir aber vorher unbedingt hier raus. Ich bin schon dabei zu überlegen, wie. Aber es wird nicht einfach sein. Guter Wein. Willst du einen Schluck haben? Dämlicher Hund. Ich werde euch jetzt nicht saufen. Hey, Muchachos, hierher! Kommt, Jungs, ihr dürft es rein. Als ob sie ein Feuerwerk veranstalten. Ein Dreck tun sie. Hört sich verdammt nach einer Schießerei an. Hässliche Menschen, die so ein gemütliches Fest stören. Was meinst du? Wollen wir ein bisschen mitmischen? Ah!
Rühr mich nicht. Ich hab ihn, Boss. Wir haben's geschafft. Gut gemacht, Buck. Ihr habt euch selbst übertroffen. Garfield. Ich hab gedacht, er ist tot. Wie du siehst, ist er noch am Leben, Peter. Seid ihr verrückt geworden? Rede oder du wirst geröstet. Ich würde euch alles sagen, aber ich habe keine Ahnung. Wenn ihr wissen wollt, wo das Geld ist, fragt die zwei Gringos. Denk dir mal was anderes aus. In El Paso hast du $8,000 verspielt. Dann kaufst du diese prachtvolle Ranch. Woher hast du das Geld? Ich habe zufällig einen reichen Onkel. Kundesohn. Aber redet, er kann es nicht viel länger aushalten. Du kennst ihn schlecht. Ja. Rede. Das ist deine einzige Rettung, hörst du? Sag uns, wo du das Geld versteckt hast. Leck mich am Arsch, du Schwein, und du wirst es nie finden. Boss, ich hab es. Schnall dir los. Ich knall ihn ab. Sei vernünftig. Die Burschen da draußen sind uns weit überlegen. Was willst du tun? Ich versuche einen alten Trick. Vielleicht funktioniert er. Na, hol etwas Heu und mach eine Fackel. Okay. Na, jetzt haben wir es doch gefunden. Hallo? Könnt ihr mir sagen, wie spät es ist? Jetzt rechnen wir ab. Sei vernünftig, Peter. Wir können uns doch einigen. Halbe, halbe. Wie wär's? Ist doch ein faires Angebot. Ich denke nicht dran, Garfield. Ich will alles haben, verstanden? Hm?
Glaub mir, ich hätte dich nicht umgebracht. Hier ist das Geld. Garingo. Verzichte auf das Geld. Mangosta. Dir helfen, es zu verbrennen. Hilf mir auf. So wie ich dich kenne, alter Gauner, wirst du dir das sehr bald überlegen. Nein, glaub mir, Amigo, es bringt nur Unglück. Ich bitte dich, versprich mir. Versprich mir, dass du es ins Feuer wirfst. Kack, 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 kack. Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen. Leb wohl, Garingo. Adios, Mangosta. Sei lieber vorsichtig, der Revolver ist vielleicht geladen. Hören wir auf mit den Witzen und kommen wir zur Sache. Ich habe hier das Geld. Hast du wirklich erwartet, dass ich es zurückgeben würde, nach so viel Mühe und Arbeit? Ich habe mal daran gedacht, aber alle wart ihr scharf auf das Geld. Du, Garfield und Mangosta. Und alle habt ihr euch nur überlegt, wie ihr mich übers Ohr hauen könnt. Habe ich nicht recht? Wenn du das Geld behalten willst, Peter, dann musst du mich schon umlegen. Meinst du, dass ich Hemmungen habe? Es ist doch nicht so schwierig. Und Patricia, hast du mir nicht gesagt, dass du sie gern hast? Ach was, die dumme Ziege. Interessiert mich nicht. Dann war also alles Lüge. Zum Abschied, tu mir wenigstens noch einen Gefallen. Ich möchte, dass du mich mit meinem eigenen Revolver erschießt. Oder ist das zu viel verlangt? Gern, warum nicht? Schießen. Mangosta hat die Satteltaschen mit dem Geld verbrannt. Es gibt keinen Grund mehr, mich umzubringen. Glaubst du wirklich, du Schwein? Ah.